In 9 Stunden kann man vieles schaffen. Einmal quer durch Deutschland fahren oder mit dem Flieger nach Amerika düsen. Oder man wäscht ein Auto, nur von außen. Mit Trockeneisreinigung, 8-fach Wachsversiegelung und über 20 weiteren Pflegeschritten. Bis eine Luxuskarosse komplett sauber ist, vergehen hier 25 Arbeitsstunden. Hier, das ist Vellanden bei Zürich in der Schweiz. Vor idyllischer Bergkulisse steht eines der exklusivsten Autopflegecenter der Welt. Jungunternehmer Jörg Zerbock ist Stammkunde. Heute will er seinem knapp 200.000 Euro teuren Audi R8 Spider eine dem Kaufpreis angemessene Behandlung zukommen lassen. Ja, schönes Wetter, schönes Auto, oder? Und man sieht die Kratzer. Ja, das ist richtig, ja. Kratzer? Das Laienauge sieht nur einen extrem gepflegten 4 Monate alten Wagen. Und sauber ist er auch. Aber Jörg Zerbock stellt offensichtlich andere Ansprüche an die Pflege seiner insgesamt 8 Schmuckstücke. Deshalb entscheidet er sich auch gleich für das Komplettpaket inklusive individueller Wachsversiegelung für umgerechnet 6.000 Euro. Das ist mein Hobby, die Autos. Und dann schaut man natürlich auch sehr kritisch auf eigentlich jede Ecke, die man vielleicht sonst nicht so unbedingt sehen würde. Aber wenn man da ein bisschen Enthusiast ist, dann hat man da vielleicht einen kritischeren Blick auf die Details. Roberto Mercuri ist hier der Meister der Autopflege und des kritischen Blicks. Obwohl wir auf dem gepflegten Lack nicht mehr als ein paar Wasserflecken entdecken können, sieht Roberto mit seinen 13 Jahren Berufserfahrung dringend Handlungsbedarf. Für uns Profis, sage ich jetzt mal, sieht man halt, sage ich jetzt mal, gewisse Wolkenbildung, Hologramme, auch einen Kratzer, den man dann im Prinzip auch mit dem Fingernagel prüft, ob er zu tief ist zum Rauspolieren, eben auch gewisse Oberflächenverschmutzungen von Bäumen und solche Sachen. Wolkenbildung und Hologramme sind minimale Kratzspuren im Lack, die zum Beispiel durch falsches Waschen und Polieren entstehen können und den Schimmer reduzieren. Los geht es mit der Grundwäsche, die allein 3 Stunden dauert. Das Wort Wäsche will Roberto Mercuri allerdings nicht hören. Autopflege wird das hier genannt. Und dafür ist auch wirklich alles besonders. Vom Shampoo über den speziellen Frotteeschwamm bis zum Wasser. Bevor es auf das Auto trifft, fließt das ordinäre Leitungswasser durch einen Quarz-Sandfilter. Hier werden alle Substanzen wie Kalk und Schwermetalle herausgefiltert. Das Ergebnis? Während normales Wasser auf dem Lack zu unschönen Flecken führt, perlt das speziell gefilterte Wasser wie von selbst vom Auto ab und hinterlässt eine saubere Oberfläche. Roberto Mercuri zelebriert jeden Schritt. Denn für ihn ist es mehr als nur Arbeit. Ja, ich würde jetzt lügen, wenn es jetzt nur ein Automobil wäre. Also Autos sind für mich eigentlich wirklich das Schönste, was man auf 4 Rädern machen kann. Ich mache das sehr, sehr leidenschaftlich. Und die Art und Weise, wie man hier aufbereitet, ist halt das, was ich schon von klein auf machen wollte und immer gemacht habe. Und natürlich ist es schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Nach 3 Stunden Grundreinigung sieht das Auto eigentlich schon sehr sauber aus. Aber für Roberto Mercuri ist es noch längst nicht sauber genug. Als nächstes setzt er eine Art Radiergummi gegen kleinste Verschmutzungen von Teer, Harzflecken und Vogelkot ein. Sehen kann man die zwar nicht mehr, aber er findet sie trotzdem. Man kriegt langsam ein Gespür dafür. Man merkt an den Fingerkuppen, wenn noch was drauf ist. Und wenn man genau hinhört, hört man dann auch teilweise noch ein kleines Geräusch. Und dann weiß man eigentlich, dass die Oberfläche noch nicht ganz sauber ist. Es gibt nur ein Perfekt und das ist wirklich ganz sauber. Was wirklich der Kunde, egal in welche Ecke er geht, wirklich nichts mehr spüren kann. So glatt wie ein Babypopo. Ja. Nach 4 Stunden Arbeit ist die Oberfläche endlich auch in seinen Augen makellos, wie besagter Babypo. Jetzt soll er noch glänzen wie eine Christbaumkugel. 6 Jahre wurde an der Mixtur für die hauseigene Schleifpolitur getüftelt. Standardpolituren sind zu aggressiv. Denn die arbeiten mit Quarzkristallen, die mit ihren scharfen Kanten die Oberfläche beschädigen können. Das Ergebnis? Tausende kleine Kratzer im Lack, auch Hologramme genannt. Oder der größte Unterschied von dieser Politur ist eigentlich der, dass wir mit den Mikrogranulaten arbeiten. Das muss man sich so vorstellen, die Kugel schleift sich immer kleiner beim Bearbeiten und dadurch hat man auch immer eine feiner werdende Schleifwirkung. Und das ist natürlich für die Oberfläche vom Lack her eigentlich perfekter Zustand.
Das Granulat ist von der Struktur her ähnlich aufgebaut wie ein Wollknäuel. Beim Polieren nutzt sich die Oberfläche der Kügelchen nach und nach ab. So erreicht man mit nur einer Politur mehrere immer feiner werdende Schleifphasen. Das Ergebnis? Der Lack um die Kratzer wird gleichmäßig abgetragen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Spezialwasser, Edelputzutensilien und stundenlange Handarbeit, das hat seinen Preis. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Autopflege bereits den Wert eines Motorrollers. 1500 Euro. Und dabei kommt der teuerste Teil erst noch. Nach 9 Stunden ist die Oberfläche blitzeblank. Jetzt wird sie mit einem Haftöl vorbereitet für das absolute Highlight der Außenbehandlung, das Wachs. Wie alles andere hier natürlich wieder eine Spezialanfertigung. Man kann den Glanzgrad einstellen, man kann die Haltbarkeit einstellen. Aber es gibt sehr viele kleine Sachen, wo man sich so eine feine Schraube drehen kann, um es einfach wirklich auf den Kundenwunsch anzupassen. Und dabei kann man sich sogar Eigenschaften wünschen, über die normale Autofahrer nicht einmal nachdenken würden. Also man kann im Prinzip die Ölzusammensetzung ein bisschen steuern, um die Perlen, was am Schluss vom Wasser drauf spielen, einzustellen, kleiner, größer. Der Kunde kann aus dem Vollen schöpfen, weil das ist einzigartig auf der Welt. Eben diese spezielle Wachsrezeptur wird nur für dieses Auto gemacht. Unser Kunde wünscht sich kleine Wasserperlen, einen hohen Glanzgrad und eine lange Haltbarkeit. Kein Problem. Die bestellte Substanz wird im hauseigenen Labor nach natürlich streng geheimen alten Familienrezepturen zusammengemischt. Für 1800 Euro. Klar, dass den Luxuslack nur Luxuszutaten und Luxusöle berühren dürfen. Allein 1 Liter Ananasöl, wie es für diesen Kunden verwendet wird, kostet rund 2000 Euro. Und dann kommt der Höhepunkt des ersten Tages. Das individuell für dieses Auto angefertigte Wachs wird auf die in stundenlanger Handarbeit vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Nur einige Gramm der Politur sind ausreichend für das ganze Auto. Das zähe Wachs wird durch Körperwärme streichzart. In 8 Schritten trägt Roberto abwechselnd Wachs auf und poliert, mit viel Gefühl und einem fast schon erotischen Verhältnis zur Oberfläche. Handarbeit ist natürlich gerade bei uns sehr wichtig, weil je besser das Gefühl ist, je besser man die Handarbeit beherrscht, desto schöner wird das Ergebnis. Mit der Hand kann man alles fühlen, man kann es spüren, man fühlt im Prinzip, wenn irgendwo irgendwas nicht stimmt. Und wenn die Nachbarn einen sehen würden, dann erklären sie einen wie verrückt, ne, weil man das Auto anfängt zu massieren. Also ich sage jetzt mal, ist einfach ein schönes Gefühl, die Oberfläche zu berühren und zu spüren, was man da macht. Um seine volle Widerstandsfähigkeit zu entfalten, muss das Wachs über Nacht aushärten. Am nächsten Morgen erfolgt ein letzter Reinigungsschritt, den man in einer Waschstraße definitiv nicht finden würde. Mit Trockeneis werden die Wachsreste und letzten Staubkörnchen aus allen Ecken und dem Motorraum entfernt. Jeden einzelnen Deckel, jede noch so versteckte Kante versuchen wir sauber zu machen, dass wirklich der Kunde nichts sehen kann. Ne? Und das ist halt wirklich zum Perfektionismus ausgereift. Ja. Normalerweise wird Trockeneis in einer Industriereinigung verwendet. Bei diesem Prozess werden minus 78 Grad kalte CO2-Kristalle mit Überschallgeschwindigkeit auf das Auto geschleudert. Beim Aufprall lösen sich selbst mikroskopisch kleine Schmutzpartikel. Das Trockeneis verflüchtigt sich anschließend restlos. Von außen ist der Wagen nach 18 Arbeitsstunden endlich fertig. Aber nun reinigt Roberto Mercuri ihn noch 7 Stunden lang gründlich von innen. Besonders die Reinigung und Pflege von Leder ist zeitaufwendig und eine Spezialität der Firma. Jetzt hat die Autopflege einen Wert von rund 6000 Euro. Dafür würde man fast einen fabrikneuen Kleinwagen bekommen. Ob der Kunde wirklich zufrieden ist, zeigt sich jetzt. Nach 2 Tagen Luxuspflege sieht Kunde Jörg Zerbock das Ergebnis. Wunderbar, ja, sieht toll aus. Auch hier hinten, den Klavierlack haben wir auch wieder schön hinbekommen. Sehr so wie schön, als ich es erwartet habe. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das freut uns zu hören, so soll es auch sein. Toll. Den Preis für einen guten Gebrauchtwagen hat der Unternehmer für die Autopflege ausgegeben. Dafür ist das Fahrzeug jetzt laut Hersteller für 15 Monate versiegelt. Und das speziell angefertigte Wachs kann er noch viele Jahre lang anwenden.